So, und weiter geht's. Nachdem letztes Mal 3 Niederlagen am Stück da waren, versuchen wir es mal gegen Dark Matter. Light Darkness oder was war das für ein Typ? Ich glaube, ich mochte ihn nicht. Gravity. Black Hole. Black Hole ist ja der absolute Albtraum für ein Rainbow Deck. Sowas von albtraumhaft und oh Gott. Sowas von albtraumhaft. Zieht von jedem Quanta 3 ab und heilt ihn dafür. Na gut, Heilung braucht er gerade nicht, aber ist gerade katastrophal. 3 Stück hat er davon schon verbraten. Naja. Titan und Stoppable. Oh Gott, das wird böse, wenn ich nicht langsam gute Sachen ziehe. Autsch, Autsch. Er holt schon mal viel Leben, viel Schaden auf. Also, ich komme nicht so richtig voran. Was würde mir helfen? Das nicht. Electrum Hourglass wäre nett. Schild, auch wenn teilweise Momentum drauf ist, wäre sehr nett. Ja, und damit ist eigentlich auch schon wieder vorbei. Ich kann zwar jetzt was antimettern, aber... Ui, macht das viel aus. Ja. Ja, ist... ich glaube nicht, dass er unschlagbar ist. Aber für ein Rainbow Deck erscheint er mir doch ziemlich hart. Fire Queen mal wieder, Rematch. Hatten wir ja letzte Folge. Ich kann das durchaus gewinnen. Schön wäre es, halbwegs schnell eine Fire Queen, denke ich mal, rauszubekommen. Und ein Pulvi. Schneller als letztes Mal. Also überhaupt. War jetzt mal katastrophal. Gut. Supernova, Supernova. Zum Hourglass. Dann spiele ich den noch. Der ist auch schon mal ein richtig guter Anfang. Also richtig gut. Er ist gut. Quintessenz drauf, dann kann der jetzt die ganze Zeit richtig schön wachsen. Mein Geld, yo. Wenn ich ein bisschen Glück hier habe, kann ich dann noch mit... Oh, ich habe ja auch genug für ein Eisschild. Ja, gut, habe ich eh nichts genug für. Aber er hat schon 4 Fuel Bonds raus. Gut. Ich habe leider nichts, um sie zu beschützen. Ja. Im schlimmsten Fall locke ich halt seine Feuerteile raus. Und zurzeit sind sie noch richtig schwach. Die Bögen hat er auch noch nicht. Da ist auch meine eigene. Damit hole ich mir jetzt noch ein bisschen Feuer. Das ist doch für den Anfang gar nicht so schlecht. Ich hoffe, dass ich diesmal halbwegs zeitig einen Pulvi finde, sonst habe ich null Chance. Absolut null Chance, weil er sowas von massiv heilen wird. Nein, ich brauche einen Pulvi, verdammt nochmal.
Ja, den Lava Golem will ich eigentlich auch wieder quinten, damit der ein bisschen größer werden kann. Oh Gott, ich brauche diesen scheiß Pulvi. Und ein stärkeres Schild wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Fuel Bond ist doch auch gar nicht so schlecht. Spiele ich das? Den einfach mal so. Jetzt müsste ich nur noch darauf genug bekommen. Bisher habe ich die alle in die Queens gepumpt. Gott. Gerade total am Verlieren. Mal wieder. Antimatter. Das Feuerfieder. Das macht leider nicht so viel Unterschied. Den. Sehr gut, sehr gut. Oh, aber dass ich schon wieder keinen von diesen scheiß Pulverizern ziehe. Naja, immerhin kann er keine weiteren Waffen animieren. Also er kann eine da spielen und das war's. Das ist doch schon mal nett oder so. Ja, 4 kann ich mir erlauben. Ich muss ziehen. Und nochmal ziehen. Miracle, gut. Darauf hatte ich auch gehofft. Und trotzdem. Ohne Pulverizer habe ich null Chance. Ich meine, letztes Mal hat mich das schon so böse geschadet, weil die ganz am Ende sind und ich meine, oh, ich muss jede Runde... Oh Gott, ey. Leute. Ich brauche Pulverizer. Langsamt sich das Teil gerade so. Animate Weapon, juhey. Das hilft viel. Einfach jetzt alles aufbieten. Das ist richtig nervig. Jedes der Teile heilt ihn für 23, weil er alles voll hat. Katastrophal. Fast keine Chance. Oh nein, endlich. Halleluja und danke Gott und so. Jetzt habe ich zumindest noch eine Chance, wenn ich jetzt nächste Runde anfange. Er hat sonst nichts animiert. Trottel. Ist kein Platz mehr, darum. Ja, so kann er seine Waffen verschwenden. So. Na, du hilfst mal wieder gar nicht. Und fangen wir an, die Teile kaputt zu machen. Emerald Tower hilft nicht viel.
Oh, ich upgraden. So, noch ein Haufen davon und ich töte ihn schon zur Hälfte mit einem Angriff. Ja. Immer schön ins Nichts animieren, das ist doch richtig nett. Noch ein Pulvi wäre nicht schlechter. Ich habe sogar ein Animate Weapon. Ah, ich habe keinen. Na gut. So, 9. Sieht gerade gar nicht schlecht aus. Und wie gesagt, ich habe keinen Earth, darum spare ich mir das erstmal. Und wieso bist du gerade so vom Verlangsamen? Und noch, und die zwei Plätze lasse ich, glaube ich, tatsächlich mal offen. Gott! Das Problem ist aber Flash, meine Maus ist ja vollkommen flüssig. Zu viele Kreaturen und Permanenz auf dem Feld. Ist gerade aber auch ordentlich was los. Und ich habe schon wieder keinen Earth bekommen? Ach, come on! So, der hält sich voll. Ja, Spielchen kennen wir. Quintessenz. Inzwischen ziemlich nutzlos. So, damit fängt es an. Firefly Queen. Nein, spiele ich nicht. Macht dir nur 3 Schaden im Vergleich zu denen mit 4. Und wie, ich krieg wieder keinen Earth drauf. So viel Feuer. Ich glaube, ein Fahrenheit könnte ich ruhig auch mal klauen. Das macht, würde gerade richtig viel Schaden machen. Hey! Hey! Hör auf, die zu spielen! Gott. High Speed is of High. Es liegt echt am Flash. Und wie, ich gewinne diesen Kampf jetzt nicht. Wo ist gerade der Sound hin? Ich meine, ich höre nicht, dass sie erfrieren. So. Das. Noch ein Animate Weapon. Davon noch eins und. Oh, das Wichtigste nicht vergessen. Diese ganzen Fuel Bonds platt machen. Bitte viel Earth. Eins. Ach, was er spielt, aber er dürfte sich jetzt nicht auf 200 heilen, das wäre ein Fortschritt. Ach, er verbrennt auch jedes Mal seine Teile, obwohl er keinen Platz mehr hat. Interessant. So, und was finde ich jetzt Schönes? Ja, yeah, 181. Quantum Tower. Earth. Natürlich kein Earth. Diesmal werde ich gewinnen und du wirst mich nicht aufhalten, Firefly Queen. Vielleicht sollte ich aufhören zu wachsen.
Ja, ich wette, wenn ich jetzt aufhöre, kriege ich auf einmal drei oder so. Damit ich meinen zweiten Pulvient nicht spielen kann. Naja, legen wir es mal drauf an. Gott, ist das langsam. So. Gucken wir doch mal, wie viel Erste ich diese Runde bekomme. Nächste Runde könnte es schon vorbei sein. Hat sich das sehr gelohnt. Betonung übrigens auf schon. Ja, ich kriege natürlich zwei. Ist nicht viel zu viel, aber ich hätte trotzdem ja ein Gross spielen können. So, weil ich so lange drauf gewartet habe, mache ich es trotzdem so. Ha. Ja. Uiuiui. Tragen wir direkt mal ein, was wir da haben. Das ist 876 Runden. Ich glaub's ja nicht. Firefly Queen 1. 54 gleich 876. Was ist das denn? Gleich 876. Ja. Schwachsinn, ja, ich hasse es. 876, so. Gut, und spinnen wir. Und meine Score hat die 10.000 geknackt. Yay. Ach, scheiße. Und komm. Merk. Naja. Gut. Ja, brauche ich nichts eintragen. Zwei Siege, vier Losses. Ja, für den Anfang ist das okay. Soweit noch nicht sonderlich viel drin. Ja, Siege dauern für gewöhnlich viel länger als Niederlagen, weil entweder ich komme ins Game oder ich komme nicht ins Game. Ja, manchmal dauern sie echt so übertrieben lange. Hier drin steht übrigens mein Code, ja, wobei der noch vom alten ist. Und gut, ich denke mal, das soll fürs Erste ausreichen und nein. Man sieht sich beim nächsten Mal. Macht's gut.